Servus und hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Monstrum. Na, auch so hyped wie ich. Ich bin jetzt voll dabei. Ich könnte stundenlang Monstrum aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Ich hab's einfach so sehr, sehr, so sehr vermisst. Und tatsächlich am meisten vermisse ich die Pamela ein bisschen. Von daher würde ich es echt jetzt feiern, wenn die gute Herzensdame mal auftauchen würde. In dieser Folge. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. So, haben wir irgendwas Interessantes? Schlüssel für ein Heli? Nee. Schade, leider nicht. Toiletten, was haben wir hier? Duschen. Ich schaue jetzt erstmal in den Toiletten um. Aber außer Klopapierrollen und Teer im in der Toilette ist hier nichts. Wasch deine Toilette. Wasch sie, sonst sieht sie genauso aus. So, Hinterforderung Nummer 1, nichts. Hinterforderung Nummer 2, nichts. Hinterforderung Nummer 3, und 4, ebenfalls nicht. Da ist auch wieder ein Glas Wasser drin. Schade, schade, schade. Ich weiß immer nicht. Wo sind wir eigentlich? Okay. Ob das Flackern von den Lichtern jetzt kommt wegen Iris? Oder ob es jetzt kommt, weil hier einfach nur die Lichter flackern. Das weiß man ja nicht so genau. Nix da, nix. Nö. Ich hasse es und lieb's irgendwie. Ach, Monstrum, so eine Hassliebe. Hier ist die Pumpe. Ja, ist gut, ist gut. Gehen halt da drüben rein. War das Pamela? 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 Nee, scheint nicht so. Schade aber auch. Ach, Gönnung. Steht es einfach mal so da. Hier geht's nirgendwo lang. Dann geht's hier weiter. Da hinten waren wir schon. Hier kommen wir her. Ich bin im Kreis gelaufen. Dann gehen wir hoch. Und wie immer gehe ich erstmal ganz nach oben zur Brücke. Einfach. Um ein wenig einen Überblick zu verschaffen, was jetzt wie, wo, wann ist. Ich muss immer mal wieder schauen, ob hier irgendwo Pamela ist. Jetzt erstmal den Raum hier. Wäre der schon mal weg? Oh, mein Baby tut schon wieder hochfahren. Computer heizt durch. Schön warm hier drin. Ist ja noch nicht warm genug. Oh Mann. Brücke. So, was haben wir hier Schönes? Wow, wir haben einfach gar nichts. Wieso hat man an der Brücke nichts? An der Brücke muss immer irgendwas sein. Oh Mann, voll doof. Sehr, sehr schade. Aber soll uns ja nicht aufhalten, ne? Hier ist auch nichts drin. Ich stehe da drauf. Hier ist heute allgemein irgendwie nichts. So. Oben ist nichts. Bei der Brücke. Hier ist nichts. Oder ich. Vielleicht übersehe ich auch viele Sachen. Das kann auch sein. Wieder Fridolin. Als ob. Fridolin, ich mag dich nicht. Will dich nicht schon wieder haben. Das ist doch langweilig. Wird so. Allerdings bin ich immer noch ein wenig sauer, dass so kurz vom Ziel. So kurz vom Ziel.
er uns dann doch noch bekommen hat. Das ist wieder lieb. So, hier ist nichts. Stecken wir uns hier mal kurz. Buch. Okay, wir haben die Notiz leider nicht gefunden. Hey, der hätte ja auch sein können. Hä? Hab ich die Tür nicht zugemacht? Ist jetzt einfach hergekommen, hat die Tür aufgemacht und ist weitergegangen. Junge, Junge, Junge. Warum musst du immer hier sein? Hallo? Hallo? Aloha? Nein? So. Nein, 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 nein. Hier ist schon wieder nix. Warum ist hier einfach nix? Es wäre dumm, wenn ich jetzt da oben lang gehe. Ich gehe jetzt hier unten lang. Nein, es ist doch dumm, wenn ich unten lang gehe. Es ist doch ganz, ganz dumm, wenn ich unten lang gehe. Scheiße. Wo lang? Wo lang? Hier. Oh mein. Nein. Nein. Nicht. Mama und Papa sind nicht da. Oh Mann. Das ist auch wieder so typisch. Jedes Mal aufs Neue. Und jedes Mal schrecke ich mich auch. Kommen wir hier eigentlich her? Okay. Ich bin zwischendrin immer ein wenig leiser. Es tut mir dann auch sehr, sehr leid. Aber da bin ich immer so, okay, kommt er, kommt er nicht? Die innere Panik wird dann schon ein bisschen breit. Da ist rausgekommen. So ein dreckiger. Der Run, wo wir nichts finden, einfach. Die blöden Lichter, die immer flackern, obwohl nichts ist. Oh Gott, das war knapp. Das war echt knapp. Ich finde es auch komisch, dass der, dass die Monster im Allgemeinen nicht einfach so in irgendwelche Räume reinplatzen, sondern immer nur im Gang rumwatscheln. So. Schön. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich habe eine Sache gefunden. Hier war ich schon. Gehen wir zu Deck 4. In den Unter. Oh Gott, sieht mir wieder nichts. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich bei der letzten Folge die Helligkeit hochgeschraubt habe. Ich hoffe schon. Ich hoffe, man konnte genug sehen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich versuche, das Licht anzulassen. Ich könnte auch mal einen Glowstick mitnehmen. Ich glaube, die funktioniert nicht mehr so gut. Können wir da lassen. So, nehmen wir einen Glowstick. Ein Glowstick? War ja eine gute Idee, musst du nicht sagen. Es ist. Oh Mann. Für ein Bonbon. Aber ich habe keine mehr, glaube ich. Und wenn, dann glaube ich, hört man das die ganze Zeit. Nee, ich nehme jetzt keins. Oh Mann. Gerne ein Bonbon. Das sind so saure Brauselbonbons. Er ist nicht mehr reingekommen. Ach. Ah, und der Feuerlöscher hat dich gleich ausgerüstet. Mein Auge juckt. Ah. Und man sieht auch gefühlt gar nichts. So, ein bisschen heller. Alles schön grün gelegt. Fridolin! Oh, warte, ich muss wieder auf. Ich weiß, wir nochmal da rein müssen. Da ist er rausgekommen, du.
Okay, also wir können mit dem Heli entkommen. Und mit dem U-Boot. Eigentlich noch mit dem Life Raft, aber weil es Fridolin ist, will ich das eigentlich nicht machen. Weißt du, der ganze Hype, den ich jetzt vorhin hatte, der ist jetzt wie komplett, der ist einfach komplett weg. Jetzt denke ich mir nur so, scheiße, ich will hier einfach nur noch schnell wie möglich runter und das ist das alles fertig kriegen. Weil ich weiß genau, sobald ich zwei von drei Items habe, da werde ich verrückt langsam. Langsam, aber sicher werde ich da einfach verrückt und stress mich dann selbst voll. So. Aber ich kann es nicht ändern. Von daher muss ich wohl anfangen, damit zu leben. Und es ist okay. Es ist okay, es ist okay, es ist okay. Ist eigentlich nicht hier auf der Ebene der Maschinenraum? Nee, scheinbar nicht. Lower Deck. Ja, da ist der Engine Room. Gut. Dann ziehen wir weiter um. Vielleicht finden wir ihn ja. Da müsste er sein. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr vom Maschinenraum. Kein Massaker im Maschinenraum mehr. Ja. Wir sind strong. Independent. So, das Licht lasse ich mal aus. Ich glaube, dann sieht Fridolin besser. Eigentlich sollte ich auch den Glowstick wegtun, damit er mich weniger sieht. Aber ich glaube, dann sehe ich auch weniger. Oder ihr. Wir alle sehen weniger. Ah! Oh, Scheiße. Komm, Glowstick kommt weg. Jetzt muss ich mich ein bisschen strecken zwischendrin, damit ich besser sehen kann. Ah, Fuße. Der Fridolin reagiert ja nicht auf Musik. Ne? Von daher können wir bei ihm. Bin ich jetzt einfach gefallen? Oder war das der Fridolin? Ich glaube, wir sind einfach gefallen. Dazu. Hier aufmachen. Oh! Das war ein Ninket. Okay, jetzt fehlen nur noch die Lichter. Oh nein. Es fehlt nur noch eine Sache. Jetzt beginnt es schon wieder. Aber wir haben eine Fuse in der Hand und die kann uns helfen. Meine kleine Fuse. Sie wird mir helfen. Fusebox. Hier kann ich mich nicht verstecken. Studi. Nein, das ist natürlich nicht die fehlende Notiz. So, in dem Raum wollte ich eigentlich gar nicht mehr lang bleiben. Weil da drin ist doof. Man sich da nicht verstecken kann. Wir uns hier verstecken. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Ich glaube, mit dem U-Boot sind wir auch schon entkommen. Ich bin mir da so unsicher, mit bei wem, wie, wir, wo entkommen sind. Oh nein, geh weg. Nein, 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 nein. Einfach die Entenfüße des Todes. Nein. Ich will mein Brausebonbon. Ja. So, Herr Feuerlöscher ist aber. Der ist da, dann kann alles nur gut werden. Und wir sind frisch rasiert. Der ist immer noch da. Ich wollte gerade die Tür aufmachen. Oh Gott. Die
Kette, die im Raum liegt, die werde ich nicht mitnehmen. Ein Life-Raft ist bloß für Verlierer, ja? Geh weg, Fridolin. Geh weg. Das ist voll die Ballerina. Na, Fridolin, hast du's bald? Komm schon. Geht er jetzt weg? Ich hab halt Angst, wenn wir jetzt aufmachen, dass er immer noch da rumzählt. Okay, komm, 1, 2, 3, go. Und da ist jetzt auch noch zu. Was? Was war das? Hat er sich da gerade hin teleportiert? Also, das habe jetzt sich mir nicht nur eingebildet, ja? Der stand genau da. Genau da stand er jetzt. Was? Machen einfach weiter, als ob das nie passiert wäre. Was zum Alter? Ich hab mich gerade einfach hochgeschraubt in meiner Hose gefühlt. Alter, bin ich jetzt gerade erschrocken. Oh mein Gott. Mm-mm. Don't do that. Uiuiuiuiuiui. Bugs sind doch was Schönes, oder? Da ist nichts. Okay. Gut. Dann können wir diesen grässlichen Ort jetzt verlassen? Okay, ich habe gehofft, dass da irgendwas drin ist, aber nein, ist es nicht. Dann geht's jetzt wieder nach oben. Wir könnten ja auch... Gott, habe ich mich jetzt gerade... Alter! Habe ich mich jetzt verschreckt. Alter. Nope. Ah. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich will nicht anhalten. Da geht's wieder zur Maschine raus. Und da geht's auch nirgendwo hin. Ja. Ja geil, was mache ich denn jetzt? Hier runter. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, Dunkelheit. Zum Teufel bin ich jetzt. Da geht's raus, da geht's raus. Oh! Pisst euch weg! Ich hau mit dem U-Boot ab. Okay, ganz ruhig. So, nicht leichtsinnig werden. Nur nicht leichtsinnig werden, nur nicht leichtsinnig werden. Alles wird gut, alles wird toll, alles wird super, wir werden kommen. Hoffe ich. Komm. Ja! Runter. Oh, wir sind ganz unten. Deck 1, ja, genau. Ei. Komm. Einsetzen. Nehme ich überhaupt auf? Ja, okay. Okay, gut. Jetzt noch das eine hier. Alter, Speedrun heute! Weg. So, meine liebe Fuse, kommt jetzt auch noch hier rein.
Launch sequence initiated. Tür zu. Ceiling room doors. Pressurizing room. Charging vehicle. Welche Tür ist er? Welche Tür ist er? Level at 10%. Der kommt durch die Lüftungsschächte. Ei, 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 ei. Nein, kommst du nicht. Ist jetzt bei dem oder bei dem? Bei welchem ist er? Da. So. Na, du kommst hier nicht raus. 50%, okay, gut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Da oder da? Da. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, komm, 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 komm. Nein, du kommst hier nicht durch. 75%. Ah, ah. Kommst du nicht rein? Komm! Was geht da zu dem da drüben? Oder? Charge sequence completed. Opening bay doors. Ready for launch. Ja! Hab's geschafft! In 22 Minuten, was geht? Oh, ich war jetzt gescheit leise am Schluss. Baba, Loverboy. Schick dir eine Postkarte. Und da schwimmen wir weg. Ohne zu wissen, ob wie ein U-Boot funktioniert. Standard. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Wir schaffen es natürlich jedes Mal. Easy. Monstrum King. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Runden spielen. Wir wissen das ja, ich bin Monstrum-addicted, was das Ganze angeht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet heute sehr, sehr viel Spaß mit mir und Fridolin. Es ging doch, trotz dem holprigen Anfang, ging es dann doch eigentlich ganz gut rum. Haben gut geschafft. Fand ich toll. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bye-bye.